Also unsere diesjährige Festspielausstellung, Sommerausstellung ist also der österreichischen Bildhauerei gewidmet, aber vor allem den wichtigen Bildhauern um Wotruba, nach Wotruba. Und wir zeigen um den Wotruba, also mit den Skulpturen Wotrubas, dann eine Beispiele der, von sechs anderen ganz wichtigen Bildhauern dieser ersten Generation an der Akademie. Abramidis, Urteil, Rödlitschka, Bielhofer, Albrecht und den Erwin Reiter. Beim Wotruba haben wir es ein bisschen durchaus ganz schön breit fächern können. Das sind noch zwei Skulpturen aus den 30er Jahren und dann später Beispiele dann in den 50er, 60er, 70er Jahren, wie es dann immer kantiger und monumentaler wird. Eine ganz wichtige Figur mit dem Beginn nach 45, das ist die sogenannte weibliche Kathedrale, die entsteht jetzt dann schon in Wien unter dem Eindruck des zerstörten Stephansdoms. Wir haben versucht, es dann in Gruppen zu teilen und das ist also die Wand mit Avramidis. Auch wieder ganz interessant, weil diese weibliche Figur und dieser Torso ganz früh noch aus den 50er Jahren sind. Und da sieht man ganz schön dann auch die Entwicklung zu den späteren Figuren, die ihn ja dann immer wieder auszeichnen. Ist dann Andreas Urteil, die ist ja doch auch eine der ganz wichtigen Namen und Positionen dieser Zeit, wenn man sich vorstellt. Andreas Urteil ist 1963, 30-jährig, ja schon verstorben und hat ein wunderbares Werk innerhalb kürzester Zeit geschaffen. Skulpturen von Josef Bielhofer, ganz wichtig eigentlich auch, gerade jetzt aktuell auch eine große Ausstellung im Leopold-Museum und in der Neuen Galerie in Graz, also eigentlich zu seinem 100. Geburtstag, auch ein schöner Querschnitt. Und was vielleicht auch ganz schön ist, der Herbert Albrecht, das ist jetzt diese Wand. Der lebt noch in Vorarlberg, ist jetzt auch schon hoch in den 90. Und da sind also auch noch sehr, sehr schöne, feine Steine. Das sind noch drei Steine und zwei schöne Bronzennachsteine.